Meine Damen, meine Herren, weiter geht's mit Sonic Generations. Wir gehen jetzt durch das Boss-Tor. Boss-Tor. Boss. Tor. Boss. Yay. Yay, yay, yay. Oh, der Chaos-Drache. Perfect Chaos. Achso, ja, es ist ja nicht so, dass es der Endgegner von Sonic Adventures 2 oder wie auch immer das Spiel hieß war. Der perfekte Chaos. Wow. Ich meine ja nur, ne? Dass der zweite Endgegner gleich Perfect Chaos ist. Ich meine, das ist doch schon der imbarste, welcher mir jetzt einfällt. Ja, lief doch. Verdammt, ich hätte diesen Y-Ring-Attack. Das ist echt. Aber ganz cool, dass man für die Endgegner zumindest verschiedene Mechaniken braucht und nicht. Gut, sonst könnte Sonic auch keinen töten. Ja. Bleib stecken, Sonic. Stört nicht. Ja, hänge ich jetzt hier fest? Ah, ne. Ja, jetzt. Achso. Achso, ich muss mich in den Tisch schütten. Natürlich. Ist völlig okay. Achso, natürlich. Moment, ich möchte kurz mein Level neu starten, weil ich dann perfekt Bonus kriege. Ah, das kostet ein Leben. Egal. Genial. Ach so, ich dachte, der hat jetzt. Ja, ja, ich habe es gerade eben gespielt und habe schon vergessen. Oh Gott! Halte X, Turbo. Bam! Da habe ich ihn einmal getroffen. Ich komme da nie so hoch. Wie macht man das? Egal. Was gibt's denn noch so für Geschichten zu erzählen? So for the moment. Oh, der kann ja weit. Der kann ja weit, dingseln. Hui. Muss aufpassen, dass Perfect Chaos mich nicht trifft. Boah. Dankeschön, Sonic. Oh, ich mach nochmal die Turbo-Taktik. Wie weit der immer fliegt. Das ist echt nicht einfach gegen Perfect Chaos. Ich meine, das ist der perfekte Chaos und so. Aber ich hau ihn gerade hart in die Fresse, das muss ich schon sagen. Aber jetzt wäre es viel zu einfach, weil er jetzt schon tot wäre. Jetzt ist er. Es ist nämlich immer so, jetzt werden die Endbosse nämlich aggro. Und dann wird's richtig. Dann wird's kacke. Aber nett, dass er mir die Plattform hinschiebt. Sad and. Achso, ich muss nochmal den dritten Treffer machen. Ich habe kein Turbo mehr, aber er macht das trotzdem. Okay, es ist eine eigenständige Animation. Ja, ich weiß, das Chaos. Jetzt hätten sie hätten nach dem Treffer eigentlich abspeichern müssen, finde ich. Weil es sonst irgendwie ein bisschen kacke ist. Weil man sonst hier jetzt mal dieses dritte Dings nochmal machen muss. So, ich brauche hier einen Ring. Boah, wie scheiße ist das denn jetzt schon wieder? Nur so.
So, dass ich noch Turbo verschwende. Ich weiß, es geht jetzt automatisch. Jetzt muss ich nur vernünftig. Diese Animation nervt nach dem dritten Mal auch. Ne, das wisst ihr schon. Liebe Entwickler, Sega. Ja, ich komme weiter als die erste Plattform. Was ist da los? Was? Was? Oh Gott. Jetzt bin ich wieder tot. Boah, Leute. Könnt ihr nicht einen Checkpoint hinter... Das macht man so. Checkpoint setzen, wenn der Boss seine Endform erreicht hat. So was tut man, lieber Entwickler. Wenn man den Scheiß nicht jedes Mal nochmal machen muss und diese Animation nicht jedes Mal nochmal mit ansehen muss. Aber es ist eigentlich echt praktisch, dass man die Zeit oben, oben links sieht. Weil jetzt weiß ich nämlich... wie lange ich das Einzelne schon mache und kann das so ungefähr in Relation setzen zu dem, ja. Was? Ich spring durch die... Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich könnte kotzen. Vor allem, weil ich den Scheiß jetzt nochmal machen muss. Nach dem 10. Mal hat man darauf keinen Bock mehr. Weil ich komplett sterbe. Dann bin ich tot. Boah, Leute. Sonic. Das Spiel macht Spaß, macht zwar Spaß, aber ohne Spaß nach dem 15. Mal Perfect Chaos zocken, was auch immer. Zebra IP sagt, ha, gay. Er hat vielleicht geduscht. Das könnte sein. Er wollte nämlich duschen. Ja, ich kenne den echten Zebra IP, ist das nicht heftig? Was? Was? Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Nee, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ohne Spaß. Mann! Perfect Chaos frustriert mich. Es frustriert mich. Ich werde jetzt mal ausprobieren, ob man das auch ohne Turbo machen kann. Ja, kann man. Sehr gut. So, ja, du wirst aggro, ich merk schon. Ah, ich bin ein böses Viech und bin jetzt aggressiv. Ich hebe Plattform in die Luft. Damit Sonic zu mir durchdringen kann. Warum ist Sonic eigentlich ein Igel? Und warum hat sich Sega ein Igel? Ich meine, es ist ein Igel, fucking. Was denkt man sich bei einem Igel? Ich meine ja nur. Boah, was? Boah. Alter. Ich komme echt nicht, ne? Ich sag dazu nichts mehr. Dieses Spiel ist. Ne? Bitte setz das nächste Mal ein Checkpoint bei gewissen Teilen. Damit ich nicht mehr so scheiße all die ganzen Scheiß nochmal machen muss. Yay! Nessjäger, weil langsam werde ich wütend. Nee. Es kotzt mich einfach nur an. Boah, warum Perfect Chaos? Niemand hat Perfect Chaos. Das ist ein perfekter Chaos. Lol, WTF. Ich meine ja nur, der... Achso, ja, das... Das hat ja beim ersten Mal wunderbar funktioniert. Und wenn jetzt kein Checkpoint kommt, Leute, ne? Raste ich aus. Ist er jetzt tot? Sag, er ist tot. Sag, du stirbst. Ja, vier. Ah, okay. Viertreffersystem. Ich kenne oft das Dreitreffersystem. Ist fast immer da, aber. B. Sigma Perfect Chaos. Ja, gut. Perfekt Bonus kann man nicht so sagen. Ja, geil. Mein Controller ist ausgegangen. Tut mir leid, Leute. Ihr müsst jetzt kurz diesen Screen verharren. So, jetzt. Weil mein Controller meinte, hey, ich muss mal ausgehen. Das ist bestimmt cool.
werde ich nie lernen. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Ohne Spaß, langsam mal ein bisschen Story-Erklärung wäre nicht schlecht. Das Monster mochte den Emerald wohl nicht. Diese Dinger waren schon immer nützlich. Ein paar davon haben wir schon, aber wir brauchen diesen Emerald. Sonic, du solltest dir das genauer ansehen. Du kriegst diesen Chaos-Emerald bestimmt wieder und unsere Freunde auch. Und ich wette mit euch, wir brauchen alle 7 Emeralds. Wie immer. Ihr habt ja ganz schön was vor euch. Einfache Abenteuer sind einfach langweilig. Mir fällt gerade auf, dass Sonic keinen Hals hat. Zehn Minuten haben wir dafür ungefähr gebraucht. Jetzt schaltet sich das neue Kapitel frei. Und wir haben ein Chaos Emerald. Wir haben schon 4 von 7. Ist ja Hammer. Bin mal gespannt. Also, ich weiß echt nicht, wie lange das Spiel jetzt so geht. Ich weiß nicht. Ich kann auch mal vielleicht mit dem kleinen Sonic anfangen, die ganzen Levels zu spielen. So. Fuck. Oder vielleicht auch mal, wenn ihr wollt, die alten nochmal zocken. Auf jeden Fall habe ich mal Bock, mir für 1 Euro oder so Sonic Heroes mal irgendwo anzuschaffen. Okay, das ist Perfect Chaos. Das interessiert. Ich finde es cool, dass man die Bosskämpfe auch immer öfter machen kann. Das kriegen ja viele Spiele irgendwie. Also dieses... Das hat Sonic halt ganz gut. Diese Jump'n'Run-Manier, dass man alles wiederholen kann. Ich meine, das ist in Jump'n'Runs eigentlich üblich, aber auch Bosskämpfe und so. Eigentlich ganz geil gemacht, auch wenn es natürlich dann der Story nicht so richtig aber. Ist ja egal. So, wer hier ist, das werden wir noch herausfinden. Ich weiß nicht, wir können auf jeden Fall noch ein Level spielen. Das war das erste mit dem kleinen Sonic. Da haben wir es nämlich hinter uns. Yeah. Ich mag nämlich den großen mehr. Dass man die auch nicht bremsen kann, ne? Dieses Powerschub-Gedöns. Level spielen, Musik ändern kann man auch. Oh, ist mir jetzt erst aufgefallen. Kommst du einer Flammensäule zu nah, wirst du hineingesogen. Okay. Erstmal natürlich ein paar Ringe snacken. Geil! Das ist Lava? Okay. Gut zu wissen. Ich sollte mir auch irgendwann mal die Schilde hier... Oh mein Gott! So, nochmal. So. Bam. Ach, da spielt einer. Ich werde das nie lernen, dass da Lava ist. Ich mag das Level nicht. Boah, schon wieder. Ich hasse Level mit Lava. Oh fuck, brauche meinen Ring. Jetzt wird's kritisch, weil jetzt habe ich keinen Ring mehr. Okay, da sind wieder Ringe. Ja, die sind auch, wie ihr seht, dringend bitter Baum nötig. Wow. So, haben wir auch schon nach 1 Minute das erste Kapitel abgeschlossen. Yay. Scheiße. Ich frage mich eigentlich, von welchem Spiel das hier war. Welchem Sonic? Es gibt ja doch schon recht viele Sonics, aber auch viele schlechte. Scheinbar. Alle sagen sie, ja, ich finde auch teilweise sind die ein bisschen hart. Die, also wenn sie sagen, seit, keine Ahnung, Sonic Adventures 2 gibt es kein gutes Sonic mehr. Das finde ich dann so leicht unwahrheitlich.
Weil ich meine, Sonic muss ja jetzt nicht perfekt sein, aber das gut ist. Ist ja ein Unterschied zwischen zum Beispiel gut und hervorragend. Und weil man vor Sonic halt Gutes gewohnt ist. Ich finde vor allem Level-Designs technisch haben die es drauf. Die mich immer coole Events, coole Ideen. Oh Gott, ich sterbe schon wieder, weil ich in Lava falle. Die haben immer ein Level-Design. Zum Beispiel auch das hier wieder, ne? So. Ist halt nicht. Es sind halt keine Container-Level. Wie in jedem x-beliebigen Shooter. Nein! Fuck! Und da schwindete der Perfekt-Bonus. Da schwindete er langsam dahin. Fick dich. Ja, ich spring auf seinen Kopf. Nee, warum? Warum muss man das denn anerkennen? Alter, ich habe ihn nicht mal berührt, du kleiner Spaß. Ah, toll. Fresse. Bin schlecht gelaunt. Cool. Ja, ich hab ein Schild. Ich bleib das Schild so lange, bis es kaputt geht, oder? Ist es irgendwann auch so hinfällig, also zeitlich begrenzt. Genau. Alter, wie die aus dem Boden spawnen. Fick dich. Komisches. Ach so, ja, natürlich muss da Lava liegen. Das Abgrund, ja, lass mal eine Luftböe dahin machen, habe ich Bock drauf. Ach, da muss schon das Level zu Ende. Ja, jetzt mittlerweile sind die Luftböen wirklich sinnlos. Und sie haben die. Ist eine der wenigen coolen Spiele. Das ist jetzt. Alter, das war jetzt fies. Das war jetzt hart fies. Das muss ich sagen. Ja, es wird gleich zu Ende. Yay, cool. Und dann, fuck. Dann hasse ich dieses Spiel. Und dann fängt er an, dieses Spiel zu hassen. Also das ist schon geil. Das ist Trollolol vom Feinsten. Und das bevor es das im Internet gab. Glaube ich. Obwohl, nee, eigentlich nicht. So alt ist Sonic Generation. Ich weiß nicht, ob das im Alten auch so war. LOL? Muss ich das jetzt alles nochmal spielen? Oh Gott. Eigentlich habe ich gedacht, da oben so ein Sternentor-Gedöns passiert, ne? Also, wahrscheinlich muss man das schnell genug machen, bevor das. Big Game. Du Wichsspiel, fick dich in den Knie. Darf er, glaube ich, nicht rein in diese Feuersäule, kann das sein? Weil die mich umbringt oder so. Könnte ja sein. Feuersäulen sind nicht sehr gesund normalerweise. Geil! Spring da runter! Bam! Nein! Fuck! Ja, ich klicke ja. Nein, klicken Sie bitte ja. Wichsspiel. Okay, ich habe schon mal einen von diesen komischen. Ich frage mich, was die noch für eine Rolle spielen. Ob die überhaupt eine wichtige Rolle oder ob die einfach nur so eine Nebensammel-Gadget sind. Das sind alles so Dinge, die mich mal interessieren. Mittlerweile geht es dafür ein bisschen schneller. Minus 55 Sekunden. Ach so, ja. Kleiner Zeitabstand. Oh Gott, schon wieder derselbe Fehler gemacht. Fick, Fresse. Ja, natürlich. Fick dich, Spiel. Komme ich da jetzt hoch? Ja? Ach so.
Auch wenn man sagen muss, ich weiß ja, dass Sonic als Mario-Konkurrent erfunden wurde. Ich meine, früher hat man gesagt, ja, da war das Geschäftliche nicht so wichtig und so. Man muss allerdings sagen, die haben alle schon früher diese ganze Scheiße betrieben, nur heute erinnert sich keiner mehr dran, weil früher war ja alles besser. Minus 43 Sekunden. Ich glaube, mir ist die Zeit jetzt mal wichtiger als Ringe, weil die Ringe verliere ich eh wieder in diesem Level. Von daher. Bam. Und sterbt trotzdem dabei. Hammer. Wow. Wenn das nicht mal Luck vom Allerfeinsten ist. Ich muss vorhin immer wieder den Ring einsammeln. Alter. Boah, Ring, fall ich immer nach hinten. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Tut mir leid. Dieses, ich falle mal wieder in Lava und hol mir dann einen Ring. Ja, läuft jetzt echt schneller mit dem Schuh. Ich weiß immer noch nicht, was der Schuh macht. Fresse. Ja. Ja, ja. Auch wieder minus 42 Sekunden, also. So ein zweier Spieldurchgang tut doch häufig gut. Ach, der Scheiß wieder, ja. Kurz warten. Das Ding einsammeln. Sich freuen, dass man es hat. Ich brauche einen Ring. Hallo, gib mir einen Ring. Dankeschön. Ich hoffe, diese Teile werden... Oh, das war aber knapp. Hätte ich fast bekommen. Ich frage mich, kann man das schaffen? So. Bei diesem, dieses Eggman-Teil da noch zu kriegen, wenn man schnell genug ist. Failed. Ah, zum Glück. Ah, jetzt. Ich hoffe mal, der speichert diese komischen Teile da, weil sonst scheiße. Ich muss hier hin so. Also, da. Wenn diese komischen Teile nicht speichert, dann habe ich ein Problem. Offiziell, ja. Und ich hoffe mal, Silbra ist irgendwann mal fertig mit Duschen. Der wollte nämlich noch kommen, vielleicht. Hatte ich ja schon letzte Folge gesagt, aber daraus wird scheinbar gerade nicht so viel. Eigentlich schon gar nicht, diese Autos in der Luft rumschweben. Ich meine ja nur Autos. Ja. Geschafft. Nach 5 Minuten. Naja, jetzt ist die Folge wieder so lange. Egal. Yay. Yeah. 0 Ringe. 0 Ringe, wirklich? Nee. 6 Ringe, okay. Crisis City. Eigentlich total scheiße. Aber wir werden trotzdem die Level in der nächsten Folge weiterspielen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. 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 Tschüss.